Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 52. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder diesen einen Wurm hier bekämpft, diesen Wurzelwurm, ich weiß nicht, wie er genau hieß. Und dann haben wir hier einen Überreste gefunden von einem Kopffüßer, der sehr bedrohlich aussieht. Aber vielleicht muss man irgendwann mal gegen so ein Wesen hier kämpfen. Sieht so bossmäßig aus. Aber scheinbar hat er gegen das Elektrovieh verloren, ne? Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ja, das ist uns deutlich leichter gefallen bei dieser zweiten Begegnung mit so einem Wesen. Ja, den zu bekämpfen. Also kann ich mich da auch wieder in die Katakomben wagen, ne? Da mit dieser komischen Walze, die uns da mal niedergemacht hat und so weiter und so fort, ne? Dieser komische Dungeon am Anfang des Spiels. Ganz cool. Eigentlich auch ein geiles Gimmick, ne? Also, naja, wie sagt man? Coole Falle. Ja, da war ich auch nicht drauf gefasst, dass es direkt am Anfang sowas ist, aber gut, man findet ja auch nicht sofort so einen Schwertschlüssel, ne? Na, den haben wir übrigens auch wieder gefunden, ne? Da können wir hier auch was freischalten, aber ich denke mal eher in der Tafelrundfeste. Da war ja auch noch ein Schloss, was wir öffnen können. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wo wir jetzt überhaupt gelandet sind. Ach, hier geht es jetzt runter, okay, hä? Ich glaube, das war hier alles, oder wie, hä? Kann nicht sein. Wo sind wir jetzt? Ich höre auf jeden Fall Ratten. Ich sehe noch keine. Ja, hier ging es erst rauf und das war's. Das sind wir vom Keller wieder nach oben. Weil die Statue, die kennen wir. Dann sind wir direkt am Anfang wieder. Okay, dann haben wir hier alles soweit im Schloss erledigt. Denke ich mal. Also ich hoffe es mal. Ich weiß es natürlich nicht. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Ecke, die wir vielleicht noch. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine Tür beim letzten Mal gefunden. Den Zugang, der zuvor versperrt war bei dem einen Ort der Gnade, ne? Immer wie Leuchtfeuer sagen. Ja, dann wagen wir uns doch direkt. Ah, ich drücke mal die falsche Taste, um auf die Karte zu kommen. An den Anfang zurück in diese Katakomben, ne? Höhle des Wissens, ne, so hieß sie nicht. Friedhof der Gestrandeten, so hieß es, glaube ich, ja. Mal probieren wir da nochmal unser Glück, ne? Mal sehen, ob der Gegner da stärker ist oder ob der hier wirklich schwächer war, weil der war jetzt wirklich kein Hindernis mehr für uns. Friedhof der Gestrandeten, genau. Wer schreit denn da? Da schreit einer. War das schon immer so? Nee, ist doch neu, oder? Hier schreit jemand. Ja, da oben ist genau nach wie vor dieser Schatz. Na, vielleicht kommen wir da erst hin, wenn wir den einen Gegner besiegt haben. Ich weiß es nicht. Warum schreit denn hier jetzt einer? Oder mir. Genau da kamen wir noch nicht hoch. Und hier können wir ja auch nicht unser Pferd rufen, ne, oder? Ne. Da möchte ich echt mal wissen, wie man da hinkommt, ey. Hat Anzeige. Ach so. Fängt direkt mit dem Tutorial an. Ja, warum schreit er jetzt hier? Ne, okay. Ich glaube, hier hat sich nichts verändert. Aber manchmal ist das ja so, ne? Vielleicht ist mir vorher das Geschrei nie so aufgefallen, ne? seltsam. Ach so, ja, jetzt können wir endlich auch einen neuen Heiltrank dazu bekommen. Trink. Spät in der Nacht ist es. Oh. Ah, ich glaube, das macht hier in den Dungeons keinen Unterschied, das ist immer Nacht. Flaschenaufladung hinzufügen, genau. Sehr schön. Ah, verstärken können wir noch nichts, ne? Den Tränen haben wir nicht rein zufällig gefunden, ne. Aber echt noch wenig. Erstmal zwei. Aber immerhin, Tränkchen mehr. Jetzt haben wir hier acht. Also insgesamt dann neun sogar. Also ein Zusatztränkchen. Also wir müssen uns hier echt wieder durchkämpfen bis dahin, ne? Also, wo ging denn das da links hoch, oder? Bis jetzt gar nicht. Oder zu dem Boss kam. Leute. Wenn man das Teil auch zerstören kann, diese Walze, bin mir nicht so sicher.
Du wirst ja dich schaffen können. Naja, egal. Sicherheitshalber warten wir nochmal, bis sie wiederkommt. Na, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier besser zurecht diesmal. Jetzt da wir ein bisschen stärker sind. Oh, und jetzt bin ich auch gerade in der Übung, ne, was den Boss hier angeht. Na gut. Hätte ich auch schaffen können, aber ich glaube, instant tot werden wir hier immer noch, wenn uns die Walze erfasst. Oh Gott, lag mir noch nie so ein Schreck ein hier. Genau, jetzt müssen wir da links. Genau, da taucht nämlich einer auf hier von euch. Aber immerhin drei Schläge. Ne, ich warte erstmal ein bisschen runter, oder? Welcher Weg ist denn jetzt kürzer? Ah, wenn er fährt, hatten wir immer noch genug Möglichkeiten, dem zu entkommen. Na, die müssen wir erstmal platt machen hier. Und dann hier springen, ja. Ich warte erstmal, bis es da nach oben fährt, dann haben wir genug. Oder ein Zeitfenster, was es uns ermöglicht, hier relativ schnell weiterzukommen. Renn doch mal, Junge! Ah, das ist ja so eine Sache. Ah, gut. Ja, er fährt erstmal wieder zurück. Müsste ich schaffen können. Okay, jetzt fährt er runter. Muss doch mal ein bisschen lauter machen. Spiel gerade ein bisschen leiser gemacht. Aber dann höre ich das wenigstens. So, müssen wir hier lang, ne? Puh. Ja, ist deutlich leichter, ist deutlich angenehmer. Moment. Ist da noch einer gekommen? Jetzt nicht. Ja, ich glaube, da unten war, oder? Müssen wir hoch. Wie war denn das jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, ich glaube, ich musste hoch. Oh, er war knapp. Au, warum lebt denn der noch? Noch. Betonung auf noch. Nee, ich glaube, da unten war bis der andere. Ah. Da war nicht der Boss, oder? Ich glaube, der war oben. Hm, dann fahren wir hoch. Können wir ganz schnell runterrennen. Oh, scheiße. Oh, nicht doch. Wieder mit dem Auge hängen geblieben. Nein. Verdammt. Ja, wenn man zu gierig ist, ne? Hm. Da wird man sofort bestraft. Also Gier ist ja hier wirklich die am meisten verfolgte Sünde, sagen wir es mal so, in dem Spiel. Ach, schade, meine schönen. Meine schönen Runen. Jetzt muss ich nach unten. Ich glaube, ich muss nämlich nach oben. Um gegen den Boss zu kämpfen. Ah ja, da unten war dann bloß dieses eine Item, was wir ja bekommen haben schon längst. Ne? Wurde ja auch bewacht von einem relativ starken, dieser Unsichtbaren hier. Oder möchte ich gerne Unsichtbaren, durch die Unsichtbaren sind sie ja nicht. Aber es ist auch eine kleine Referenz hier auf Dark Souls 2. Dem ersten DLC-Gebiet, ne? Mike möchte ja meine Runen natürlich jetzt wieder haben. Ey! Ja, die müssen wir echt anvisieren, die Biester. Ja, ich habe ja jetzt genug Tränke, ne? Da muss ich jetzt echt nicht dran sparen. Boah! Ah! Oh je, ich glaube, das Ding kommt jetzt hier lang. Die ruhig auftauchen. Ah, ne, die tauchen ja hier noch nie auf. Scheiße. Jetzt schaffe ich das ja wieder nicht. Na, ich hab's. Ja. Egal. Waren denn nur fast 10.000, ne? Scheiße. Ne, da muss man gleich erstmal warten, bis das Ding wieder hochgerollt ist und dann kann man durchstürmen. So war das hier. Ja, das war ein bisschen tricky.
Muss es halt erstmal beobachten, ne? Und dann funktioniert das auch ganz gut. Ich denke mal, da wird es noch mehrere Dungeons geben von dieser Sorte, Art und Sorte. Aber ich denke mal, der Bosskampf wird demnächst ein bisschen kürzer gehen. Der Weg dahin ist ja echt die Hölle hier. Oh Mann, ey. Der Weg die Hölle ist, die eigentliche Hölle. Der Bosskampf wird ja eher der Spaß hier teil. Tauchen die hier schon auf? Ne. Mistding, ey. Hast du diese Walze? Ja, wirklich instant tot ist, ne? Was ist denn das? Und treten tun die auch noch. Das ist ja das Schlimmste. Das Treten, wenn man dann kurz gestaggert ist. Da. Jetzt wieder hochfahren lassen und dann. Ah, so hab ich's mir gewünscht. Genau, jetzt muss man nämlich hier schnell weiter durchsprinten. Dann kann man das nämlich auch schaffen. Oh, na gut. Ach, süß. Knappe Kiste. Oh, jetzt muss ich hoch. Das ist so knappig hier. Ach nee. Oh. Ach nee, der. Ja. Muss dem Ding erstmal folgen. So sehr es mir auch widerstrebt. Ey, der lebt ja noch, der eine. Na gut, den mal. Muss ich dann halt selber auf eigene Faust kalt machen. So. Wie weit fährt er? Nicht sehr weit. Ja, wie war denn das jetzt, ey? Wo komme ich da weiter? Hier, links und rechts. Und da vorne war. Nee, da war der Typ. Nee, ich muss doch runter. Ärgerlich. Boah, ist doch der Weg nach unten. Schaffe ich das jetzt von hier aus oder muss ich ganz Leuchtfeuer? Naja, können wir uns immer in dem Gegner hier noch widmen hier. Ha, echt falsch jetzt in Erinnerung gehabt. Da war ich doch erstmal richtig. Nee, die erste. Vermutung war richtig. Immer noch. Herausfordern. Naja, was heißt herausfordern? Na, durch das Bienenwelt, ne? Boah, ich bin doch. Ja, da bist du so gestaggert in dem Moment. Ist halt doch einer von diesen Rittern, ne? Diesen ganz harten. Ey, was ist denn das nur hier? Jetzt lasse ich mich echt von dem Bellotypen da killen. Ach, ist jetzt egal. Jetzt hat er echt nicht viel verloren. Ach man. Nee, da muss man ganz unerschrocken in den Kampf gehen, in den Nahkampf gehen. Das hat da keinen Sinn. Okay, ich muss runter. Wissen wir das? Gut, wunderbar. Unser ersten Instinkt. Ja, man sollte mal dem Instinkt folgen, ne? Intuition. Das ist dann meistens richtig. Verdammt. Diese Giftbrühe hier noch. Ne? Soll einen schon mal demoralisieren so ein bisschen. Und wenn man das Teil sieht, spätestens dann ist man demoralisiert. Da hat man eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Nee, bloß nicht. ja. Das mit mir hochfahren. Das wird sonst zu knappig.
Haha. Dann wird er macht der Schaden, ne? Ha! Wie so lange? Renne! Ich dachte, da taucht noch einer auf, aber das hört man ja immer, wenn die auftauchen, ne? Boah, ey. Diese Schweinebacken. Da wo das Licht ist, bin mir nicht so sicher. Ah, ich glaube, hier ist der Abstand auch zu kurz, ne? Dreht der. Na gut, der muss erstmal umdrehen, ne? Obwohl, der ist sehr schnell da unten. Mach Platz! Ja! Alle platt gemacht, ausnahmslos. So, ne, jetzt warte ich erstmal wieder, bis das Ding unten ist und dann müssen wir nach rechts, glaube ich, da war der dann der Boss, ne? Und da haben wir jetzt zum Glück so einen komischen Marterpfahl da wieder, da können wir uns dann immer wieder beleben lassen. Eieiei, falls wir scheitern. Na, so viel habe ich ja jetzt nicht verloren, zum Glück. Geronimo, durch hier! Oh, sonst war ja nichts weiter, ne? Nee. Supi! Bossi! Genau. Ach so, damit man automatisch muss dann nicht aktivieren. Na, mal sehen, wie heftig der hier ist. Ich hole dann trotzdem mal Quali. Sicher ist sicher. Und auf den Griff müssen wir aufpassen. Der ist echt gefährlich. Beim Feuer mal rangehen. Oh, scheiße. Ja, ich glaube, der macht hier ein bisschen mehr Schaden. Hä? Was stampft der denn? Hat er mich jetzt nicht? Ich bin gerade so weggekommen, glaube ich. Boah, aua! Oh, hat mich nochmal getroffen hier. Au! Nein! Weg! Oh doch, der macht hier mehr Schaden, will ich schon sagen. Also. Oh, die Qualle ist leider tot. Ich muss echt nicht passen, wenn er so leuchtet. Au! Weg! Nein! Oh, oh, Franz! Oh ja, stimmt, der macht denn das 360. Sauf, einfach saufen. Ja! Sehr schön. Und noch eine goldene Saat. Oh, und Asche der Verbannten. Des Verbannten Ritters Oleg. Okay. Das ist bestimmt auch eine Asche des Verbannten Ritters Oleg. Vermute ich mal. Sehr cool. Oh ja. Aber der war ein bisschen heftiger. Also nicht viel. Ne? Aber ein bisschen heftiger war er schon als das Boss nochmal. Oh, durchatmen. Einfach mal durchatmen. Jetzt haben wir nur eine Saat bekommen, aber ich glaube... Ah, jetzt, nee. Jetzt kommen wir nur direkt an den Ausgang zurück. Oh, ist doch ganz nett. Ist okay.
mein. Oder vielleicht auch nicht, wa? Wir hätten ja jetzt auch noch einigen Spielern helfen können, vielleicht. Wie Punkte haben jetzt gekriegt von dem? Oh, amtlich. Kann aufsteigen. Mein, einmal kann ich aufsteigen. Wenn ich das möchte. Da haben wir 800 schon. Also wir teilen ja ganz gut aus, ne? Einstecken ist noch nicht so. Deswegen investiere ich jetzt mal, genau, über 12.000 mittlerweile. So, wie viel brauchen wir denn jetzt? Jetzt möchte ich nochmal nachgucken, wie viel wir inzwischen brauchen, um eine neue Flaschenaufladung mit 3. Ja, jetzt brauchen wir wirklich 3. Leider ja, Leute. So, den Boss haben wir geschlagen. Kommen wir von hier aus raus, ja. Oh Gott, wo war denn das? Irgendwo war doch hier auch noch so ein Boss. Trübflusshöhle, in der Höhle war das nicht. Das war, ach, hier war der Hütte des Künstlers. Oh, nee, da war ganz woanders schon gewesen. Genau, aha, hier ist auch irgendwas Besonderes. Der Ort ist sogar markiert hier, da sollten wir ja hin, aber noch nicht. Totenwasserdorfes, was ist das? Sind wir, ach, da war die Brücke. Nee, hier. Hier in dem Areal war, glaube ich, auch so ein Vogel oder sowas. Hier war der Händler, ne? Ja, der Kriegsmeister. Aber von dem haben wir, glaube ich, schon alles gekauft. Da waren Katakomben. Na gut, gucken wir uns mal den Boss hier nochmal an. Ich glaube, das war auch so ein Totenvogel. Waren wir da auch in der Nacht unterwegs oder so? Weiß ich nicht. Da oben irgendwo, ne? Ah, hier könnte man auch ganz gut den hier abfahren. So ist es nicht. Weil das ist auch relativ easy. Aua. Sei. Na gut, das hat keinen Schaden gemacht. Ne? Wird nur mal weggestoßen. Das macht doch Kopfschmerzen, Junge. Ah, der stirbt saumäßig schnell. Und droppt Refugiumstein. Ja, Refugiumstein. Sehr cool. Aber hier brauchen wir jetzt unser Pferdchen, um da hochzukommen. Ach, hier höre ich ja auch wieder so ein Dings, ne? Von Scarabeus. Hier. Ah. Weil ich glaube, der lädt nur unsere Flaschen auf. Beug war hier nicht. Hier ist ja gleich das. Ja, der war relativ schnell kaputt, ja. Na, den brauchst du hier gar nicht am Ort. Das ist direkt der Ort der Gnade gewesen, ne? So, aber hier war, wie gesagt, ein Boss. Wo genau war denn der? Hier oben? Irgendwo taucht da einer auf. Aber wie gesagt, kann ja auch sein, dass das erst in der Nacht passiert, ne? Wie bei dem anderen. Na, ich guck mich mal da näher um. Vor dem bin ich ja noch... Ich hab ja noch Reis ausgenommen. Ne, hier ist ein Riese. Oh, mit dem kann ich jetzt auch besser kämpfen, ne? Hoffe ich mal. Oder war der da ganz oben, ne? Das ist eine Hütte. War da weiter schon, oder? Oder nicht? Oh, keine Ahnung. Aua. Ah, ne, jetzt weiß ich wieder, wo ich lang wollte eigentlich. Oh, tot. Jo. Krass. Ja, Schaden-Output passt, würde ich sagen. Ja, dann muss der hier ganz oben gewesen sein. Und gucken wir uns mal hier oben um. Kamen wir hier rauf? Ne, hier kommen wir nicht rauf. Definitiv nicht. Ach, das war auf der anderen Seite, genau. Da muss man erstmal runter, um dann hochzukommen. Na, ich höre erstmal noch einen Riesen. Irgendwo Limgrave. Irgendwo tauchte da hier so ein Gegner auf. Ah, ja, hier war das, genau, oder? Oder, jetzt setzt Regen ein. Ups. Au, oh Gott. Ich dachte schon, bin tot. Ach, hier war auch ganz dieses komische Gewitter, genau.
Und da waren Riesen. Jede Menge sogar. War hier der Boss? Nee. Wo war denn hier dieser Boss, der da auftauchte? Ja, man sollte sich das immer markieren, ne? Sowas. So ein besonderes Event. Genau, hier war nämlich schon das Lager. Ne, dann war der Boss hier nicht. Oh Gott, hier sind ja lauter Riesen. Doch, hier können wir was beschwören. Also unsere Tiere. Unsere Qualle. Oder der war hier, der Boss. Da ganz oben. Ich geh mal nach ganz nach oben, wenn das geht hier. Wenn das funktioniert. Ah. Okay, es geht. Ja, nee. Bei den Gräbern war das nicht, oder? Nee, der Schafe. Oder? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Aber hier sind auf jeden Fall wieder ein paar Items. Oh, Minen. Fies. Ah, es fällt Musik. Oh, oh. Die droppen auch was. Oh, der Widder da wird mich angreifen, oder was? Ja, der Widder ist aggressiv. Der will hier sein Herrchen beschützen, oder was? Komische Dinger, oder? Diese Kullern. oder da oben. Na, ich guck mir das mal an, ja. Da waren auf jeden Fall jede Menge Riesen. Könnte man auch ganz gut abfarmen. Aber gut. Da ist noch ein Riese, apropos. War denn hier dieser Boss, der da ja auftauchte? Ja, vielleicht wirklich auch nur in der Nacht, ne? Genau, da haben wir hier was geklaut. Na gut, dann war hier erstmal nichts weiter. Ja, dann gehe ich nochmal dahin zurück, wo wir unsere Quallen hätten rufen können. Ja, das deutet ja auch immer so ein bisschen auf den Boss denn hin. Ah, guck mal, hier ist so ein Schädel. Oh gut. Für das kleine Ding, ne? Was ist das da eigentlich für ein Gebäude? Ist schon mal angesehen. Oh, da sind Riesen, Wölfe, alles am Start. Sieht aus wie so eine Riesenfestung. Ne? Okay. Oh. Ach, das war da, wo der jetzt steht. Okay. Ah, hier höre ich jetzt noch so ein Skarabäus. Jetzt sind wir oberhalb quasi des Tores. Vom Anfang hier. Aber ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Nee, leider nicht. Soll man da überhaupt hoch? Ja, bestimmt. Ich habe doch den Skarabäus. ein Eingang ist hier nicht. Nee, nee, da kommst du nicht rein. Du kommst da nicht rein. Okay. Hier waren Riesen, wie gesagt. Jede Menge. Vielleicht kommt man auch deswegen die Qualle rufen. Ich meine, so viele Riesen sind ja gerade am Anfang, auch nicht gerade. Ach man, nee, das war. Mann, du komm doch hoch hier. Lass mal an den Riesen vorbei. Können wir uns immer noch runterstürzen. Jo, okay. Ja, hier irgendwie tauchte der auf. Glaube ich. Weiß es aber nicht mehr mit Bestimmtheit. Sieht ja alles da. Doch, hier. Hier. Hier ist ein Riesenareal. Also das spricht dafür ein Boss, oder? Würde ich mal sagen. Aber aktuell hat er keinen Bock zu kämpfen. Vielleicht müssen wir erstmal auf diese... Vielleicht tauchen die überall da auf, wo diese Ruinen sind, ne? Ne, da müssen wir echt die Nacht abwarten. Wo war das jetzt? Hier.
Da ist nämlich das Lager, okay. Ja, hier irgendwo tauchte der auf jeden Fall auf. War ganz schnell weitergeritten. Also vielleicht muss ich mir das Video einfach nochmal ansehen. Das kann natürlich auch sein. Oder das kann helfen. Ah, genau, hier war denn die Höhle. Ja, 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 das war hier. Da tauchte der auf. Das war, glaube ich, auch so ein Donnervogel, also ein Todesvogel. Damn. Müssen wir bis zur Nacht warten. Boah, ach da, da haben wir den ja befreit. Weil hier taucht er nicht auf, ne? War das wirklich in der Nacht, dass wir dem begegnet sind? Ja, ja, macht man hier so viel Lärm um nichts, ja? Ja, vielleicht ist der hier ein bisschen leichter, der Donnervogel. Kann natürlich sein, dass die alle gleich stark sind. Na gut, dann warten wir bis zur Nacht. Dann wird er hoffentlich erscheinen. Ah gut, dann muss ich erstmal absteigen. Super. Ja, Quatsch. Zeit vertreiben. Nicht so schnell. Bis zur Nacht. Nachteinbruch, ja. Die Nacht scheint generell hier kürzer zu sein im Spiel, ne? Immer relativ schnell vorbei. Was mir auch ganz lieb ist, ehrlich gesagt. So. Ach ja. Uhu. Tot. Oh ne, dann ist ja wieder Tag. Wie hab ich das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ist immer noch Nacht? Nee, ne? Na gut, ich hatte jetzt nicht sonderlich viele Runen. Bis zum Nachteinbruch, genau. Neuer Versuch. Boss Herbeirufung Nummer 2. Oh Mann, ey. Wie bin ich denn hier sonst jetzt hochgekommen? Hier? Ah, ja, hier war das. Okay, ja, ich lasse die Runen jetzt da unten. Ist jetzt egal. Mal jetzt gegen den Boss kämpfen. Ist ja die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, sage ich mal, dass wir die Seelen eh verlieren. Na, jetzt kommt schon so Musik. Aua. Schnell, Mann. Ist ja gleich wieder Tag. Ah, hier war der. Genau, der. Ja, hier vielleicht. Da sind die auch Fledermäuse leider. Irgendwo taucht er doch dann auf, ne? Oder bin ich jetzt schwer zu hoch? Ich weiß es nicht. Das ist mir ja alle zu hoch. Ja, weil es alles so identisch aussieht, ne? Wo tauchen denn meine Qualis auf hier? Ah, da wo die Ruine. Ah, hier ist ja eine Ruine. Jetzt! Okay, hier müsste er auftauchen. Richtig? Jetzt will man mal, was, dass er auftaucht und jetzt taucht er nicht auf. Ah, er taucht auf. Ha, der Todesvogel, ja. Okay, er kommt auch nur des Nächtens. Oh ja, der ist weitaus schwächer. Aber hier sind Riesen. Ist nicht so geil. Den mal anlocken. Hey, ich treffe immer irgendwelche Schafe. Viel mehr ein. Aber ich soll es trotzdem nicht übertreiben. Scheiße. Ja, das ist halt das Blöde, dass hier so viele andere Gegner noch auftauchen. Inklusive Riesen, denen ich jetzt echt
die ich jetzt gerade echt keinen Bock habe. Boah, dann noch so eine Viecher. Scheiße, Leute. Wo habe ich denn jetzt mein... Okay, ich habe meinen einen Trank nicht mehr ausgewählt, warum auch immer. Ist jetzt zu viele Objekte gewesen oder so? Der Todesvogel, komm. Vöglein, komm. Ah, gut. Kommst du in den Kopf? Ah, Mann. Na, nicht so. Nee. Der scheiß Riese. Nein. Also wird das hier nichts. Au. Ah, dieser scheiß Riese. Mann, was ist denn das? Ah, ist schon wieder mein Pferd weg. Ah, voll die Akku. Fledermäuse, Riesen, sonst noch was, ja wieder. Oh, jetzt reicht's mir. Jetzt brauche ich ein bisschen Ablenkung. Oder muss für Ablenkung sorgen. Oh, das war ärgerlich jetzt. Unnötig. Gut, das ist hier die Schwierigkeit. Also erstmal die Riesen kalt machen. Aber ist ja auch blöd. Weil... Der taucht so oder so auf, der Vogel. Der nimmt ja auf die Riesen keine Rücksicht. Ärgerlich. Unnötig, ärgerlich. Gut, nächstes Mal sofort die... die Qualle beschwören. Hab ich schon massive Wortfindungsprobleme hier. Zeit vertreiben bis zum Nachteinbruch. Ja. Aber das war ja nun wirklich, ne? Widder kamen da, Fledermäuse, Riesen... Und dann natürlich ganz nebenbei noch der Todesvogel. Aber wir haben ihn immerhin dazu gebracht, dass er nochmal erschienen ist. Ah, war das denn doch richtig meine Vermutung? Wunderbar. Ja, den möchte ich noch erledigen, wenn wir nicht wieder 1000 Riesen in die Quere kommen. Dann müsste das an sich ja gut machbar sein, ja. Ne, dich bräuchte ich auch noch. Libellen, genau. Libellen hätten auch noch gefehlt. Ärgerlich, ey. Das war unnötig, ey. Schade. Der ist ja sonst sehr gut machbar. Also definitiv. Der ist jetzt meinem Level quasi entsprechend. Drücke mal die falsche Taste. So, da sind meine... Seelen quasi. Na, ich sag es einfach mal Seelen. Ist ja egal, was es ist. Man weiß ja, was gemeint ist, ne? Na, der eine steht doch verdammt nah dran. Okay. Nein. Warum hier nicht? Mich verarschen oder was? Also muss ich in dem Areal... Oh, guckt euch das an. Diese Mistviecher. Mach erstmal die Viecher kalt hier. Diese komischen Widder, die mich hier angreifen. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss ich schon. Aber ich glaube, ich sollte ihn nicht anvisieren, das bringt ja nichts. Viel Appetit, ne? Nein! Nein, warum habe ich denn wieder die Tränke nicht ausgewählt? Ey, du Sau. Du bist sowas von dran. Ja, der ist echt umständlich zu bekämpfen, ey, wirklich. Mann. Irgendwie will man ihn nicht anvisieren, aber man muss... Ach, scheiße, ey. Ah, ich springe mal zu früh, viel zu früh. Ich springe genau mal in seinen Mist rein. Wo ist er denn nun? Ist er runtergefallen? Nee. Ins Lager, genau. Geh ins Lager. Das fehlt mir noch. Komm hoch hier. Ich hab noch gar nicht verloren, ey. Genau, das Hacken könnte er öfter machen. Ja, er macht irgendwie irgendwelche anderen Attacken. Ich treffe den ja nicht mal richtig.
Genau, jetzt ist er oben. Da, wo ich ihn haben wollte eigentlich. Aber er macht trotzdem eine Menge Schaden. Oh Scheiße. Ich würde die nun mal gerne treffen. Ey, er ist trotzdem anstrengend. Komm hoch. Ah, endlich, ey. Meine Güte. Was kriegen wir jetzt dafür? Irgendwas Dunkles wieder. Nö, gar nichts. Dreierfahr. Oh, doch. Blau gefiedertes Astschwert. Aha. Was bringt uns denn das? Ah, oh, jetzt erstmal looten hier. Die ganzen Viecher. Naja, ah, nur dünne Knochen für Pfeile. Oh, ey, Leute. Anstrengend, den zu bekämpfen hier mit den ganzen Gegnern. Zumal in der Nacht hier noch mehr Gegner unterwegs sind. Und der lässt sich so schwer treffen. Ja? Also als Magier hat man da wahrscheinlich ein leichtes Spiel. Aber nicht so als Nahkämpfer. Naja, gucken wir uns das nochmal an, was wir da jetzt bekommen haben. Quatsch, mal aufs Inventar. Aber wahrscheinlich irgendein Zauber. Das ist eine Asche. Eine Kriegsasche, ne? Gefiedertes Schwert. Astschwert. Hä? Oh, nicht doch. Lasst mich in Frieden! Verdammt! Ein gefiedertes Astschwert. Ist das eine Waffe oder wie? Ne, ist doch keine Waffe, das war nur eine Asche oder so. Das sah aus wie eine Asche. Ne, aber weiter runter kann ich nicht. Also hier ist nichts Gefiedertes, das sieht nicht so danach aus. Ein Schlüssel-Item? Ne, wird es auch nicht sein, oder? Noch niemals eine Waffe gewesen. Ach, ein Talisman ist es gewesen. Erhöht die Verteidigung bei niedrigen LP. Aha. Ah, so eine Ringe gab es ja auch in Dark Souls. Okay, jetzt muss ich aber Schluss machen mit der Folge. Die ist nämlich schon viel zu lang, vermute ich mal. Also dann bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Schack, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, bis daher, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.